Hallo und herzlich willkommen zur 60. Folge von LS19 Goldgräber. Schön, dass du wieder dabei bist. Auch diese Folge habe ich nachvertont, weil meine Audiospur in der letzten Aufnahme verloren gegangen ist. Also doppelte Arbeit, aber für euch ist mir keine Mühe zu viel. Du könntest mich hingegen mit nur zwei simplen Klicks unterstützen. Einmal auf Abonnieren, einmal auf die Glocke. Super easy. Und jetzt guckt mal, wie riesig dieses Gerät ist. Da kann man doch nur mal einen Tieflader nehmen. Hm? Tieflader. Wir gucken mal. Ich habe da so ein Gefühl. Ja. Sagen wir es, wie es ist. Tja, das wird wahrscheinlich nichts. Wir probieren es einfach mal. Einmal runterklappen. So. Wupp. Und dann zeigen wir einfach mal, was für eine tolle Idee das ist. Das nicht mit einem Schwertransport machen zu wollen. Schneller wären wir da zweifelsohne. Und vielleicht hätten wir sogar eine Ladungssicherung. Aber, tja. Also, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube, das wird nichts. Dann mal eben hier schön auf den Autosave warten und dann werden wir mal ganz flugs den Kram wieder verkaufen. Den Satz mit X, das war wohl nix. Brauchen wir auch gar nicht behalten, ne? Also ich wüsste jetzt nicht wofür. Aber, apropos verkaufen, Garderobe Plus. Für Unterstützer. Hm? Könnt ihr sofort alles gucken. Okay. Dann fahr mal wieder zur Wassertankstelle. Ab geht's. Na? Er will nicht. Hier ist nirgendwo. Haben wir hier hier ist noch nichts eingefahren. Was denn da für eine Schlamperei passiert? Hat der Garderobe die ganze Map eingefahren, aber da, wo wir eventuell unseren Hof gekauft hätten, ist nichts. Der Typ, ne? Der ist echt Wahnsinn. Dann fahren wir mal eben wieder in Richtung der Nähe der nächsten. Knotenpunkte. Das müsste ja dann hier hinten irgendwo gewesen sein. Ich will euch da aber auch nicht mit langweilen. Ich glaube, ich mache gleich mal eben kurz einen kleinen Schnitt, ne? Genau. Weil, guck mal, das hier. Für den einen oder anderen ist es ja auch spannend, wenn man zwei Stunden lang ein Feld häckselt. Und daraus 8 YouTube-Folgen macht. Aber nee, nicht für mich. Das heißt, wir machen mal eben kurz Schnipp und dann sehen wir uns nach dem Schnitt wieder auf der anderen Seite. Nämlich auf der hier. Da sind wir auf der anderen Seite des Flusses und wir sind in der Mine angekommen. Da wartet auch schon unser Muldenkipper. Müssen wir jetzt nur mal eben kurz den alten wegfahren. Aber jetzt seht ihr zum ersten Mal den Größenvergleich. Und das ist ja, was ich ja, glaube ich, schon vor ein, zwei Folgen mal sagte. Wenn man so Landschaftsfotos machen so und dann will man erkennen, wie groß ist denn das jetzt wirklich. Das kann man eigentlich gar nicht so wirklich erkennen, wenn man keine Referenz, keinen Bezugspunkt hat und stellt dann eigentlich immer jemanden dann daneben, ne? Dass man, wenn man ein Bild macht, auch noch irgendwie jemanden im Vordergrund hat, der 2 Meter groß ist maximal. Und jetzt gucke ich das mal an hier. Die Reifen sind höher als das ganze Ding und das ist schon ein großer. Wenn wir noch kleiner gefahren, ne? Wir haben ja noch die ganz kleinen haben wir ja auch noch. Die haben wir ja auch noch in der Garage haben wir, glaube ich, noch. Oder haben wir die jetzt verkauft? Jedenfalls, jetzt können wir mit dem riesengroßen Cutlader sozusagen, was für ein tolles Wortspiel, können wir hier unser Loch ein bisschen vergrößern, unseren Durchfahrtsbereich, für was auch immer der ist. Ich weiß es schon. Und werde damit eine sehr häufig gestellte Frage beantworten, die ich bis jetzt immer ignoriert habe, aber wenn ich sie schon beantworten würde, das ist so ein bisschen wie, wenn ich euch verraten würde, dass am Ende von Mandalorian, das wäre mies, ne, wenn ich euch das verraten würde. Dann wäre die ganze Überraschung weg. Diese ganzen kleinen Anspielungen bis zum großen Finale und dieser unfassbaren CGI-Leistung.
So. Erinnert mich auch daran, wie mir Leute die ganze Zeit schreiben, was ich in Dyson Sphere Program machen soll. Es ist ein so unfassbar cooles Projekt, aber ich bin schon bei Folge 45 und die kommentieren gerade zur Folge Nummer 8. Und wenn man mal überlegt, so, ne, Folge Nummer 8 ist die... sind 2 Stunden, die ich das Spiel bis zu dem Zeitpunkt gespielt habe. Oh je, die große Schaufel, der kleine LKW. Oh je, oh je, oh je. Also das heißt, was man in Folge 8 sieht, ist mein Wissensstand nach 2 Stunden Spielen. Das darf man auch nicht vergessen. Und ich möchte das ja immer selbst lernen, ne, und selbst erarbeiten. Deswegen überlege ich schon fast da, die Kommentare erst dann zu lesen, wenn die ganzen 45 ersten Folgen durch sind, um zu gucken, was haben die Leute vorgeschlagen und auf welche Sachen bin ich selbst gekommen. Und meistens komme ich ja auf alle Sachen auch irgendwie selber drauf. Also ich könnte jetzt schon ein Tipps und Tricks Video machen zu Dyson Sphere und es wären Tipps und Tricks, die noch gar nicht in den Let's Play Folgen auf meinem Kanal Garderole Deluxe zu sehen wären. Ja. Aber teilweise schon auf Garderole Plus. Und deswegen danke an euch, ihr Unterstützer auf Garderole Plus. Auch da lese ich immer alle Kommentare. Ist natürlich eine kleinere Gemeinde, die da kommentiert, aber auch da vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Guckt euch das mal an. Ganz viele tolle Menschen. Dankeschön. So. Übrigens auch da, ne, wenn ihr da irgendwelche Probleme habt, schreibt ein Support-Ticket. Ich beantworte das in der Regel sehr, sehr zügig, weil mir das wichtig ist, so der Feedback. Was auch immer es ist. Und im schlimmsten Fall sage ich nein oder geht nicht oder sonstiges. Aber nicht einfach dann, geht irgendwie nicht und keine Ahnung, dann lieber fragen. Dafür sind wir ja da, ne? So. Also, 2 Schaufeln reichen, um den LKW voll zu machen. Das sollte einiges hier beschleunigen. Dann räumen wir mal ein bisschen auf hier. 532 haben wir da im Konto. Jetzt gucken wir erstmal, wieso die Stände insgesamt sind. Den hier wollten wir noch irgendwann austauschen. Gegen den Volvo. Volvo? Ja, Komatsu. 250.000 und 40.000 Liter. Wenn wir den nochmal kaufen würden. Wollen wir aber nicht. Was macht der da, der Mann? Ist verwirrt. Stattdessen wollten wir dann den Volvo nehmen, den ABG Volvo. Ja, nein, den haben wir schon. Den Volvo haben wir schon. Ist ja gut, jetzt nehmen wir den anderen. Genau, den. Mit Tailgate. Lampen kann man positionieren. Ja, und für 100.000, ich habe das in der Preisliste nachgeguckt, das wäre der Preisunterschied. Für 95.000 oder so kriegt man den in der größeren Variante. Und dann, ja, ne, mir war das halt wichtig, dass wenn ich das anpasse, dass das schon so ein bisschen der Realität entspricht. Wenn du übrigens nicht die Preisliste lesen willst, dann schau doch vielleicht mal in meinen Sendeplan rein unter tv.garderole.de. Inklusive Garderole Plus Vorschau. Tja, sollen wir den nehmen? Den könnten wir nehmen. Dann müssen wir das ein bisschen aufeinander abpassen. Mal schauen. Vielleicht müssen wir dann hier so eine Rundstrecke machen, dass die sich nicht gegenseitig ins Gehege kommen. Denn dass der gute Stefan, der das Autodrive hier programmiert hat, dass der das auch noch alles berücksichtigt. Ich kann es mir eigentlich fast nicht vorstellen. Es ist ein kleines Genie, aber... alles hat doch Grenzen, oder? Dafür hat er auch eine ganze Palette Kaffee gekriegt. So, von den Kaffeekapselpaketen auf Garderole Plus. Okay. Was machen wir? Wir gucken mal kurz hier nach der Mine. Wie viel da aus? Nö, wir gucken nicht nach der Mine. Okay. Wir gucken doch nach der Mine. Hm? Nämlich nach dem Wasser. Eh schon wieder alle. Siehst du, das meinte ich nämlich. 38.000. Mhm. Tja, was heißt das jetzt? Wir müssen so langsam den Wasser-LKW wieder an den Start bringen. Hm. Das Feld ist auch fertig. Komm, dann machen wir mal eben. Es ist ja immer noch der Landwirtschaftssimulator. Das heißt, wir werden mal ganz kurz eben hier dieses Feld zu Ende. Damit wir auf jeden Fall
nicht irgendwann an dem Punkt sind, dass uns der Sprit ausgeht für die Minen. Denn ja, wie ich schon vorausorakelte, wir werden im Laufe dieser Staffel noch an einen Punkt kommen, wo wir sehen, wie wir das Ganze hier ordentlich beschleunigen. So ein ganz bisschen auf Basis der Idee eines Zuschauers, aber natürlich eigentlich fast ganz alleine mache ich natürlich. So. Das haben wir natürlich auch als erstes die Sonnenblumen. Ich glaube, wir sollten dann zwei Felder Raps ansehen fürs nächste Mal. Es kommt mir nämlich so vor, dass er mehr Raps verbraucht als Sonnenblumen für den Biodiesel. Ich weiß es aber nicht mit Sicherheit. Und jetzt wundert es mich, dass wir das große Feld hier mit Sonnenblumen angepflanzt haben, nicht mit Raps. Naja. So, also wir hätten natürlich noch die Muldenkipper, die Zwischengröße, jetzt wo wir den großen haben, aber ich würde wirklich erstmal was anderes testen. Und dann, ja, im Let's Play habe ich das 100-mal erklärt, warum das einen Sinn gibt. Das hier wäre natürlich noch eine Option, ne? Eine größere Muldenkipper, da mit mehr Volumen, damit man auch mal zwei Schaufeln reinschaufeln kann. Aber welche Idee noch besser war, das dann in ein paar Folgen mehr. Erstmal hier den Kram fertig machen. Ganz entspannt. Auch da, ne? Also natürlich, ich kann weiterhin den Sprit dann aus der Tanke holen und so. Aber ich möchte schon, dass das auch ein bisschen Abwechslung ist. Und wenn wir auch mal ein paar Bäume umsägen, weil, keine Ahnung, wir zum Beispiel oben bei uns den Erweiterungsteil der Mine holen. Ne? Also wir könnten ja dann noch so eine Landerweiterung kaufen, sodass wir, wenn wir aus dem Steinesilo rausfahren, ne, dass wir da auch vielleicht den Weg so ein bisschen schön machen und ein paar Bäume fällen. So, dann hier einmal auskippen. Ich habe übrigens mehrere Ideen, fällt mir gerade ein, die wir hier noch haben, umgesetzt. Eine war wirklich nur meine Idee sozusagen, glaube ich zumindest. Und eine war so ein bisschen... Was? Gut. Was hast du vor, gerade, wenn ich fragen darf? Zementwerk wieder befüllen. Das ist natürlich eine gute Idee. Ich will erstmal den Zement hier verkaufen fahren, oder? Zement aufladen und bei Nord abladen. Und der Punkt da hinten heißt... Das habe ich geguckt. Ah, ich wollte, glaube ich, mit dem klapperigen Komatsu jetzt die Erde hier reinfahren, weil hier fehlt uns ja Sand, damit wir weiter Zement mischen können. So war das nämlich. Und die Palette ist auch bald wieder voll. Eine habe ich ja schon draufstehen. Was mich daran erinnert, ihr hattet ja vorgeschlagen, dass ich das mit IT Runner versuche. Werden wir auch noch machen. Okay, dann also hier Wasch, Nord, Einfüll, ab geht die Lucy. Tja, und für den Radlader ist das Ganze hier ganz schön eng. Gut, dass wir also eine große Schaufel haben, mit der wir daraus einen... Nein, ich sag das jetzt nicht. Keine Ahnung, was der YouTube-Algorithmus dann schon wieder macht. Unfälle passieren, hätte ein ehemaliger Arbeitskollege von mir gesagt. Der diese Videos irgendwie schaut. Grüße gehen raus an dich. Ja, du bist gemeint. Meister. Lampe. So. Einmal hier die Ecken mal ein bisschen aufräumen. Jetzt, wo wir da rankommen, mit dem kleinen Radlader ging das ja nicht so gut. Machen wir das einmal hier mit dem großen. Das sieht auf jeden Fall auch schon mal viel, viel einfacher und professioneller aus. Oh, warte, warte, warte. Da hat er es aufgegeben, der Garderol. Na, so. Man kennt's ja. Ja, und den Platz hier werden wir noch brauchen für das, was ich dann demnächst mache. Das weiß ich natürlich jetzt schon. Ja, in dieser luxuriösen Position bin ich. Ja, würde ich sagen, müssen wir auch noch ein bisschen, schaufeln. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt in der nächsten Folge eigentlich gemacht habe, wo ich da schon ein bisschen damit angefangen habe, zu gucken, wie wir das dann, ja, ich weiß gerade gar nicht.
Aber ihr seht, ne? Also zwei Schaufeln abkippen hier. Also eine quasi und die andere. Und dann warten wir quasi, dass der wiederkommt. Das ist nicht Garderol. Das ist nicht optimal. Ich werde dann schon mal hier ein bisschen die Maschinen weiter einsammeln. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, diese Folge. Auch mit dem Nachvertonen. Das ist halt ein bisschen blöd. Weil wahrscheinlich in der Originalversion hatte ich an der einen oder anderen Stelle ein anderes Döneken. Aber was soll's? Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Danke fürs Zuschauen.